Thema ist, was sagt der Islam zu Depressionen? Es ist erstmal eine Sache, über die wir uns bewusst sein müssen, ist, dass der Islam überall eine allgemeine Richtlinie hat. Wir haben die Scharia, und Scharia bedeutet mehr oder weniger offenbartes Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist statisch erstmal, aber auch interpretiert. Also das heißt, die Texte, die von Allah herabgesandt worden sind im Koran oder durch den Propheten alayhi salatu wasalam, weil das ist ja auch eine Offenbarung von Allah. Der Unterschied zwischen Koran und Sunna ist, dass beim Koran Allah das Wort dem Propheten alayhi salatu wasalam in den Mund legt. Ja? Und dass bei der Sunna beispielsweise Jibril zu ihm kommt und sagt, befiehl deiner Umma dieses oder jenes, zeigt deiner Umma, dass sie so und so beten sollen. Und der Prophet alayhi salatu wasalam zeigt das dann mit seinen eigenen Worten. Aber wir haben die Scharia und wir haben dort Richtlinien fürs Leben. Die Scharia geht nochmal durch einen Filter namens Fiqh. Fiqh ist das Verständnis, sodass wir beispielsweise zu unterschiedlichen Zeiten, zu unterschiedlichen Gegebenheiten bestimmte Urteile finden können. Beispielsweise, vor 300, 400 Jahren hat man gesagt, dass Rauchen makruh ist. Warum? Die Gelehrten haben einen Scharia-Text genommen, nämlich, dass man nicht in die Moschee gehen soll, wenn man Zwiebeln gegessen hat, und haben gesagt, okay, Analogie, wir machen einen Analogieschluss. Wenn man geraucht hat, hat man einen schlechten Atem, man belästigt damit die Leute. Das heißt, das ist makruh, zu rauchen. Aber Jahrhunderte später, heutzutage, wissen wir, dass jährlich alleine in Deutschland 150.000 Menschen am Rauchen sterben. Und Allah sagt im Koran, Scharia-Text, لا تقتلوا أنفسكم, tötet euch nicht selber. 150.000 Menschen sterben nur in Deutschland durch das Rauchen jährlich. Ja? Zusätzlich zu anderen Krankheiten, Schwächen, medizinischen Problemen, die dadurch, gesundheitliche Probleme, die dadurch auftreten. Auf jeden Fall, auch was Depressionen angeht, so haben wir, obwohl das eigentlich eher wie eine neuere Krankheit wirkt, neu erforscht wird, haben wir dazu bestimmte Anweisungen im Koran zu. Und das ist, beziehungsweise in der Sunna, in den Scharia-Texten, wodurch wir eine Richtlinie haben. Warum rede ich überhaupt darüber? Weil es tatsächlich heutzutage ein großes Problem ist. Ja? Wir sehen, es wird als Volkskrankheit bezeichnet. Man sagt, dass 15% der Menschen in Deutschland, das heißt also 12 Millionen Menschen, einmal in ihrem Leben, ja, eine depressive Phase durchmachen. Und da rede ich jetzt nicht von, ich bin mal schlecht gelaunt oder so, sondern ich rede wirklich von einer medizinischen Krankheit, weil das ist wichtig. Im allgemeinen Sprachgebrauch meint man unter Depression, ja, traurige, niedergeschlagene Stimmung. Aber im medizinischen Sinne meint man damit eine ernstzunehmende, behandlungswürdige Krankheit. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ja. 50% der Selbstmorde gehen darauf zurück. Und es ist leider so, dass gerade unter Muslimen dieses Problem oft unterschätzt wird. Das heißt, es wird so abgetan, wie ach, komm, das liegt nur daran, weil du keinen richtigen Iman hast. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Finden nicht die Herzen durch das Gedenken Allahs Ruhe, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surah 13, Vers 28 sagt. Diejenigen, die glauben und deren Herzen Ruhe finden durch das Gedenken Allahs, finden die Herzen nicht Ruhe durch das Gedenken Allahs. Oder es wird gesagt, Allah sagt im Koran in Surah 20, Vers 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ. Und wer sich von meiner Rechtleitung abwandt, dem werden wir ein enges Leben bescheren. Und dann wird das so abgetan. Das heißt, demjenigen, der Depression hat, dem wird noch so ein Schuldgefühl mitgegeben.
Also jemand hat beispielsweise eine Depression und anstatt dass wir ihn trösten, geben wir ihm praktisch ein Schuldgefühl mit. Das liegt nur daran, weil du zu schwach bist. Und das ist etwas, was die Leute noch mehr in die Depression hineintreibt. Deswegen muss man vorsichtig sein, wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, dass man nicht versucht, noch Schuldgefühle einzureden. Das ist hier, wie gesagt, das Problem. Das heißt, es wird sehr, sehr stark unter den Muslimen, unter uns Muslimen wird es sehr, sehr stark unterschätzt, dieses Problem. Wie gesagt, 50% der Selbstmorde in Deutschland gehen auf Depression zurück. Was ist das überhaupt? Es gibt drei Hauptsymptome. Depressive Stimmung, auch Überempfindlichkeit bei Geräuschen, das gehört dazu. Dann zweitens Verlust der Fähigkeit zur Freude oder Trauer, genau das Gegenteil. Drittens Antriebsmangel, Ermüdbarkeit, auch Libidoverlust. Ja? Auch Libidoverlust. Libidoverlust heißt Lust auf geschlechtlichen Verkehr. Da ist auf einmal, bei uns ist das dann meistens immer sofort ja Sihr. Ja, der ist bestimmt verzaubert worden, mit dem hat einer Sihr gemacht. Der hat keine Lust mehr oder sie hat keine Lust mehr, der ist bestimmt Sihr. Oder die Frau ist zu dick geworden, denkt man dann sofort. Wo das damit gar nichts zu tun hat, sondern der hat vielleicht eine Depression. Ja, das heißt, eine behandlungswürdige Krankheit. Dann gibt es 7 Zusatzsymptome. Konzentrationsmangel, vermindertes Selbstwertgefühl, Schuldgefühle, Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, das heißt Selbstmordgedanken, Schlafstörungen und da insbesondere häufig ein frühmorgendliches Erwachen vor der eigentlichen Zeit, wo man aufsteht. Und verminderter Appetit, aber auch bei manchen Leuten Gewichtszunahme plötzliche. Ja? Eine Enddiagnose wird vom Arzt gestellt. Aber die Leute gehen selten zum Arzt und es gibt einen gestörten Gehirnstoffwechsel durch diese Krankheit. Das erstmal dazu als allgemeines Bild zu dieser Krankheit. Ja? Zu diesem Problem, was wir um uns herum haben. So, und was sagen wir als Muslime dazu? Erstmal, es ist so, dass es Leute gibt, die brauchen einen Arzt. Die müssen auch zu einem Arzt gehen, weil es wird oft bei uns so getan wie, wer zum Arzt geht, der hat so schwachen Iman hin und her. Es hat damit nichts zu tun. Es gibt halt Sachen, wo spezialisierte Leute für gibt. Erstmal, was ist meistens die Ursache davon? Die Ursache davon ist teilweise genetisch, hat man rausgefunden. Teilweise und meistens geht es einher mit einem Schicksalsschlag. Zum Beispiel eine Scheidung, ein Sterbefall, den Arbeitsplatz verloren, etc. etc. Aber was besonders wichtig ist, das müsst ihr euch merken, Sachen, auf die wir keinen Einfluss haben, da brauchen wir uns nicht großartig mit zu beschäftigen. Ob ich jetzt die Genetik habe, eher anfällig zu sein für Depressionen, wenn ich das weiß, bringt es mir auch nichts, wenn ich sie habe. Und jetzt? Sondern das führt eher dazu, dass dann Leute sagen, ja, ich kann sowieso nichts dran ändern. Und dann kannst du auch deine Situation nicht mehr verbessern. Und das möchte ich euch wirklich mit auf den Weg geben, bei allem, was wir machen. Bei allem, was wir machen. Wir müssen uns immer auf die Dinge konzentrieren, die in unserem Einflussbereich sind. Und nicht uns um Sachen kümmern, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir haben Muslime, sie sitzen, unabhängig jetzt von Depression oder nicht, sie sitzen den ganzen Tag zusammen und reden über Probleme, die sie nicht beeinflussen können. Davon wird die Welt nicht besser. Davon wird die Welt nicht besser, sondern wir müssen schauen, was wir machen können. Ich gebe euch mal kurz ein Beispiel. Situation in China, ganz aktuell. So viele Muslime haben sich damit beschäftigt. So viele Videos wurden mir geschickt. Teilweise Videos, wo Muslime in Unterhose sind. Ich habe zu den Brüdern gesagt, Leute, postet nicht solche Videos. Vielleicht die Leute, die da gesehen werden, die wollen gar nicht so gesehen werden. Oder würdest du so gesehen werden wollen in Unterhose, wie du gefoltert warst oder nackt? Ich nicht. So, das ist denen vielleicht unangenehm. Und außerdem,
ist es häufig so, dass man nebenbei, zum Beispiel auch gestern von den Bildern in Hanau, ja, wo Bilder geschickt werden von einem Jugendlichen, der im Krankenhaus ist und am Weinen ist und am Jammern ist. Ich kann die Situation von ihm verstehen. Aber ich würde so etwas nicht rumschicken und nicht posten auf meiner Seite. Weil das genau das ist, was die Rechtsradikalen gerne wollen. Die wollen uns leiden sehen. Das motiviert sie noch mehr weiterzumachen. Das ist für sie voll der, Erfolg. Den Erfolg wollen wir denen nicht geben. Wenn uns etwas passiert, berichten wir darüber sachlich und reden über eine Verbesserungsmöglichkeit und das war's. So, jetzt zur Depression zurück. Das heißt, wenn meine Genetik dafür veranlagt ist, eine bestimmte Krankheit zu kriegen, kann ich sowieso nichts dran ändern. Die Genetik ist da. Zweitens, Schicksalsschläge. Schicksalsschläge kannst du in den meisten Fällen nicht verhindern. Passiert halt. Jemand stirbt plötzlich. Vor kurzem ist ein Bruder in Hamburg vom Gerüst gefallen, der Mitte 20 war. Möge Allah sich ihm erbarmen. Gestern die Jugendlichen, die getötet worden sind, die waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Jeden Tag passieren Verkehrsunfälle. Okay, da kann man bedingt etwas dran ändern, je nachdem wie man fährt. Aber es gibt Verkehrsunfälle, da kannst du nichts dran ändern. Du fährst auf der Autobahn, auf einmal kommt jemand durch die Leitplanke, ein LKW durchgerast auf die Überholspur bei dir und fährt frontal in dein Auto rein, da kommst du nicht mehr weg. Könnt ihr mal bei YouTube eingeben, tödliche Unfälle. Es gibt Unfälle, da kannst du nichts dran ändern. Oder du gehst auf den Bürgersteig, auf einmal bricht dein Auto aus und fährt dich platt. Oder du fährst bei Grün über die Ampel und von rechts kommt ein LKW, der bei Rot über die Ampel gefahren ist. Das war's. Du kannst es nicht immer beeinflussen. Die meisten Schicksalsschläge können wir nicht beeinflussen. So, was ist das, was wir beeinflussen können? Und das ist ein Faktor, der sehr, sehr stark die Depressionen fördert. Pessimistische Einstellungen. Und vor allen Dingen erlernte Hilflosigkeit, das heißt negative Denkautomatismen. Es gab in den 1965 hat ein gewisser Forscher namens Seligman einen Tierversuch gemacht in den USA. Und daher kommt diese Theorie der erlernten Hilflosigkeit. Bei diesen Tierversuchen hat er Hunde, zwei Gruppen von Hunden genommen. Es wird auch manchmal erzählt, drei Gruppen von Hunden. Der Versuch wird verschieden beschrieben, aber es ist sehr interessant. Er hat die Hunde in einen Käfig getan und hat den Käfig unter Strom gesetzt. Die eine Gruppe, heute wäre das verboten, die eine Gruppe von Hunden, die hatte einen Ausweg gehabt. Die konnten auf einen bestimmten, es wird gesagt, auf ein Rädchen treten oder die konnten auf einen Knopf drücken. Wie gesagt, das wird manchmal unterschiedlich beschrieben. Vom Sinn her, die hatten einen Ausweg gehabt, die konnten auf einen Knopf drücken und dann ging der Strom aus. Die haben sich das dann angewöhnt, aha, wenn wir da drauf drücken, dann geht der Strom aus. Die anderen hatten keinen Ausweg, außer sich ihrer Lage zu ergeben. Das heißt, die haben sich dann auf den Boden gekauert und vielleicht gebellt und geschrien und haben sich der Lage ergeben. Sie konnten nichts dagegen machen. Dann hat er beide Hundegruppen später wieder in einen neuen Käfig reingetan, wo die eine Seite mit Strom unter Strom gesetzt wurde und sie mussten nur über eine kleine Hindernis springen und waren auf der anderen Seite, so wird das beschrieben, wie gesagt, da der Versuch wird manchmal unterschiedlich beschrieben, und auf der anderen Seite war kein Strom. Was ist passiert? Die Gruppe, die vorher in dem Käfig diesen Ausweg hatte, dass sie auf diesen Knopf drücken konnten oder dieses Rädchen bewegen konnten, der Strom ging aus, die haben nach einer Lösung gesucht, wie sie dem Strom entkommen können und sind über dieses Hindernis gesprungen auf die andere Seite des Käfigs und haben keinen Strom mehr erlebt. Die anderen Hunde, die vorher die ganze Zeit dem Strom einfach ausgesetzt sind, die haben nichts versucht. Die haben sich einfach ihrem Schicksal wieder ergeben. Und das ist das, was vielen Menschen so geht, die sie in Depressionen hineinfallen. Meistens aus der Kindheit heraus stammt dieses Problem der erlernten Hilflosigkeit. Dass man versucht, bestimmte Situationen auf eine bestimmte Art und Weise zu deuten. Ich gebe euch ein Beispiel. Du kriegst einen Job nicht.
Derjenige, der erlernte Hilflosigkeit hat, der würde sagen, das Problem liegt bei mir, intern bei mir, nicht extern bei dem Job. Und der sagt, dieses Problem ist stabil sozusagen, das bleibt so, wie es ist. Ich bin halt nicht geeignet für einen Job. Es ist unveränderbar, das ist seine negative Einstellung, die er hat. Oder in der Schule, er hat einen Test und schreibt eine 5. Der positiv denkt, der die negative Einstellung nicht hat, der sagt, ich muss beim nächsten Mal besser üben. Dann schaffe ich das. Dann gibt es noch Leute, die sagen, ja, der Test war einfach viel zu schwer. Der mit der erlernten Hilflosigkeit, der sagt, ich bin zu dumm. Ich kann es halt einfach nicht. Ich kann es nicht. Das heißt, was wird passieren? Der wird immer weiter so verfahren. Der wird nicht sagen, oh, pass auf, nächste Woche schreiben wir noch einen Test, da muss ich jetzt mehr üben, dann schreibe ich eine bessere Note. Nein, der bleibt so. Und woran liegt das oft? Es hat sehr oft etwas mit Kindheitstrauma zu tun. Zum Beispiel übermäßig geschlagen werden. Nicht entkommen können. Zum Beispiel, wenn jemand nicht entkommen kann, selbst wenn er um Hilfe bittet und selbst wenn er sagt, es tut mir leid und er ist dem Vater oder den Eltern komplett ausgeliefert, ja, er entwickelt diese Haltung, sich einfach zu ergeben. Oder, dass man so etwas auch eingeredet bekommt. Manche Eltern wollen ihre Kinder motivieren, indem sie denen sagen, ah, du bist zu dumm, du kannst das nicht. Die denken, jetzt fängt er an zu üben. Dabei reden sie dem Kind ein, wirklich dumm zu sein, bis das Kind das glaubt. Und sobald es das glaubt, will es gar nichts mehr daran ändern. Wenn du glaubst, dass du zu dumm bist, warum sollst du denn dann anfangen zu üben? Du bist ja sowieso zu doof dafür. Du bist sowieso zu hässlich, zu dumm, zu dies, zu das, zu unerfolgreich. Du hast einfach immer nur Pech. Ehe. Das Problem liegt bei mir. Ich bin einfach zu eifersüchtig. Ich bin einfach, mit mir kann man es einfach nicht aushalten. Die Ehe ist gescheitert. Anstatt zu sagen, oh, ich habe in der Ehe diesen und jenen Fehler gemacht, beim nächsten Mal, wenn ich heirate, versuche ich es anders zu machen. Nein. Das heißt, das Problem liegt bei mir und ich bin so. Ich kann das Problem nicht ändern. Und diese Haltung haben wir leider sehr häufig. Sehr, sehr häufig. Ihr werdet wahrscheinlich gerade darüber nachdenken und denken, boah, da gibt es wirklich viele Leute, die so denken. Ich gebe euch ein klassisches Beispiel. Das hören wir jedes Mal, wenn ich mit Muslimen rede. Da heißt es, ich bin zu schwach. Die sind zu stark und ich bin zu schwach. Ich kann nichts daran ändern an meiner Situation. Das ist eigentlich eine erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, ich habe immer gehört, die sind so stark, die sind so stark, die sind so stark. Der fragt aber nicht, wie kann ich meine Situation ändern? Dann sagt er, wir warten auf den Mahdi oder wir warten auf Al-Masih, Isa ibn Maryam, bis der runterkommt, der wird die Lage schon ändern. Der sagt nicht, hey, ich kann was an meiner Lage ändern, sondern der hat diese Einstellung. Ich kann sowieso nichts daran ändern. Und deswegen, ich zum Beispiel als Prediger, ich bin sehr viel rumgekommen, verschiedene Moscheegemeinden und mit unterschiedlichen Herkunftsländern. Und du merkst, zum Beispiel, wenn du mit Afghanen zu tun hast, die Afghanen sind nie kolonialisiert worden, keiner hat es geschafft. Die Engländer haben es nicht geschafft, die Russen sind auf die Schnauze gefallen, die Amerikaner auch. Der Afghane, der hat von seiner Mentalität her, ich rede nicht von jedem Einzelnen, von jeder einzelnen Person, immer so dieses Gefühl, einen Ausweg zu haben, weil der ist nicht kolonialisiert worden. Während du bei anderen Ländern, wo irgendwelche Tyrannen an die Macht gekommen sind und wo, sobald du einmal Pieps machst, sofort in den Knast landest und platt gemacht wirst und gefoltert wirst, sich diese innere Einstellung, obwohl er jetzt in Deutschland lebt, mit hierhin trägt. Er trägt diese Einstellung aus seinen Ländern, weil er immer unterdrückt wurde und es keinen Ausweg gab und er immer gesagt hat, sei besser leise, ansonsten landest du im Kerker. Er trägt das mit hierhin.
Das heißt, obwohl die Situation eine ganz andere ist, das ist das, was er im Unterbewusstsein hat. Er hat im Unterbewusstsein eine erlernte Hilflosigkeit. Und so gibt er sich dann auch. Bloß leise sein, nichts sagen, wir könnten Probleme bekommen. Vor einigen Jahren hat einer erzählt, wenn ich die Kundgebung in Köln mache, wird man in Deutschland den Islam verbieten. Das hat er ernst gemeint. Er hat das einem Bruder gesagt, er soll das mir sagen, damit ich die Kundgebung in den Friedenskongress in Köln nicht mache, weil ansonsten der Islam in Deutschland verboten wird. Das heißt, er hat da selber dran geglaubt, ansonsten hätte das ja nicht mit aller Überzeugung mir gesagt. Ich habe gedacht, hat der, sind nicht mehr alle. Wir wollen den Islam verbieten. Aber das ist diese Mentalität, die sich mit reinträgt. Und bei mir ist es so, ich als Prediger auch, ich mache mir manchmal Gedanken, warum bin ich so, wie ich bin? Was hat mich zu dem gemacht, wie ich denke? Es gibt manche Leute, die sagen, boah, aber Hamza, du bist so optimistisch und hörst nicht auf und machst weiter und so weiter. Und ich mache mir selber darüber Gedanken, warum ist das so? Warum habe ich zum Beispiel vor bestimmten Sachen keine Angst, wovor andere Angst haben? Da sagen die, ja, der ist aus Deutschland. Aber hat der damit nichts zu tun? Hat der nichts mit, es gibt auch Deutsche, die dieselbe Einstellung haben. Es liegt bei mir tatsächlich sehr viel in der Kindheit, dass mir immer gesagt wurde, wenn du dich anstrengst, kannst du etwas schaffen. Dass es für mich immer einen Ausweg gab. Es gab immer einen Ausweg von zu Hause. Wenn ich Ärger bekommen habe, habe ich vielleicht mal auch Schläge bekommen. Ja? So, wenn ich mich entschuldigt habe und habe gesagt, nee, tut mir leid, wurde abgelassen. Das heißt, ich habe einen Ausweg. Ich kann mich selber verbessern und etwas ändern. Ja? Dann zum Beispiel, als ich klein war, habe das auch schon mal erzählt, angefangen mit 5 Jahren Karate zu machen. Und auf einmal konnte ich den Spagat. Etwas, was vorher für mich unmöglich erschien, habe ich auf einmal geschafft. Als ich mit Boxen angefangen habe, bin einmal Dritter geworden bei der Deutschen Meisterschaft, zweimal Deutscher Vizemeister und dann Deutscher Meister am Ende. Das heißt, es hat immer irgendwo geklappt, es gab immer irgendwo einen Ausweg. In der Schule habe ich es aufs Gymnasium geschafft. Und hier kann man positive Energie sehr, sehr stark in der Erziehung auch vermitteln. So, das wollte ich erstmal kurz zu dieser erlernten Hilflosigkeit. Denn wir brauchen Persönlichkeiten, die immer daran glauben, einen Ausweg zu haben. Wir brauchen Persönlichkeiten, die daran glauben, selber etwas an ihrer eigenen Lage ändern zu können. Nun kurz, wir haben gesagt, das ist eine Krankheit. Wir haben gesagt, diese Krankheit ist real. Aber Fakt ist auch, umso spiritueller Personen sind, umso weniger neigen sie zu dieser Krankheit. Okay? Und hier habe ich 9 Punkte aufgeschrieben, beziehungsweise 8 Punkte aufgeschrieben, die uns als Muslime helfen können, von der inneren Einstellung mit dieser Krankheit zurechtzukommen oder diese Krankheit auch zu besiegen. Die erste Sache ist, wir müssen verstehen, dass Angst, Sorgen zum Leben dazugehören. Angst und Sorgen gehören zum Leben dazu. Wir haben viele Beispiele im Koran von den rechtschaffensten Menschen. Zum Beispiel der Prophet a.s. Allah sagt in Surah 18, Vers 6, لَعَلَّكَ بَاحِيُ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَى. Willst du dich zu Tode sorgen, dass sie nicht an diese Botschaft glauben wollen? Willst du dich zu Tode sorgen? Und wir wissen, diese ganze Depression hat auch oft etwas mit Selbstmord und Sterben etc. zu tun. Dann sagt Allah in Surah 20, Vers 40, فَرَّجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْتَ كَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ. Und so haben wir dich, Musa, zu deiner Mutter zurückgebracht, die Mutter von Musa, damit sie Ruhe findet und Trost und nicht traurig ist. Damit sie Trost findet und nicht traurig ist. Dann, Maryam a.s., Surah 19, Vers 24.
فنادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Und so rief er von unten zu ihr: Sei nicht traurig. Allah hat unter dir ein Bächlein gemacht. Okay? Wer hat hier Trauer gehabt? Allah sagt nicht, sei nicht, wie kann es sein, dass du traurig bist? Hast du keinen Iman? Sondern er tröstet sie. Das ist der Unterschied, wie man mit einer Person umgeht. Ja, dass du nicht sagst, wie kannst du nur, das heißt noch Vorwürfe machen, sondern trösten. Allah tröstet die. Sei nicht traurig. Wird nicht ein Vorwurf gemacht. Wie kannst du nur traurig sein? Das ist ein Unterschied, ob ich sage, sei nicht traurig, oder ob ich sage, wie kannst du nur traurig sein? Weil viele gehen so mit diesen Leuten um, so als wenn, du kannst gar kein Problem haben, so nach dem Motto. Nee, beruhig dich. Wir schaffen das schon. Und nicht das so kleinreden, so wie, du hast gar kein Problem. So. Aber, was sagt er? Sei nicht traurig. Dein Herr hat unter dir ein Bächlein gemacht. Versteht ihr den Unterschied? Dann, indem wir verstehen, dass jeder Schaden, der einem Muslim passiert, was ist? Eine Tilgung von Sünden. Der Prophet a.s. sagt, لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوق يشاك إلا كفر الله به من خطاياه. Das heißt, kein Muslim wird von Erschöpfung, Krankheit, Sorge, Kummer, Trauer oder Schaden getroffen, selbst ein Dorn, der ihn sticht, außer dass Allah dadurch von seinen Sünden abzieht. Wenn du so mit Trauer umgehst und mit Traurigkeit umgehst, hast du eine ganz andere Einstellung dazu. Plötzlich ist die Trauer, die du eigentlich hast, was? Etwas Positives. Du sagst dir, okay, ich habe jetzt Trauer, ich bin traurig, ich habe Kummer, aber Allah tilgt dadurch meine Sünden. Das heißt, die innere Einstellung dazu ist etwas ganz anderes. Guck mal, je nachdem, aus welcher Perspektive wir etwas sehen, spüren wir es ganz anders. Ich gebe euch ein Beispiel. Fitnessstudio. Viele von euch gehen bestimmt ins Fitnessstudio, mashallah. Oder was weiß ich, die trainieren halt jetzt. Jeder hat bestimmt schon mal trainiert. Der eine geht joggen, der andere trainiert mit Gewichten oder was auch immer. Der andere trainiert mit dem Löffel, genau. So. Aber als Beispiel. Der eine, der geht ins Fitnessstudio, der trainiert dort, bis er total erschöpft ist, bis er platt ist wie eine Flunder, bis er nach Hause kommt und der ist so kaputt, der denkt nur, boah, bloß jetzt was essen, was trinken und dann ab ins Bett, ich kann nicht mehr, der ist kaputt. Und dann sagst du ihm, wie war das Training gestern? Dann sagt er, boah, super, hat richtig Spaß gemacht. Spaß? War doch voll anstrengend, du bist platt wie eine Flunder. Der andere geht 10 Kilometer laufen, bis der außer geschöpft ist. Er hat 2 Liter Wasser verbraucht, im Sommer bei der Hitze. Und fragst du ihn, und wie war es? Boah, super Lauf, war voll anstrengend. Anstrengend, super, Spaß gemacht, wieso? Warum? Warum genießt der eine den Lauf, warum genießt der andere das Krafttraining? Weil er einen Sinn darin sieht. Der Krafttraining macht, sagt, boah, ich habe richtig gut trainiert, ich komme meinem Ziel näher. Mein Ziel ist, cool auszusehen. Der andere sagt, mein Ziel ist, eine gute Laufzeit zu schaffen. Das heißt, aufgrund seines Zieles sieht er diese Anstrengung in einer ganz anderen Perspektive und spürt die auch anders. Genauso könntest du einen foltern. Der eine würde das als Folter empfinden. Guck mal, zum Beispiel die Kinder Israels, Banu Israel, als sie beim Pharao waren, die mussten den ganzen Tag Steine schleppen. Theoretisch hätten die das gesehen als Krafttraining, Fitnesstraining, um kräftig zu werden. Die hätten es in einer ganz anderen Perspektive gesehen. Es ist wirklich so. Wie viele Leute lassen sich heute von irgendeinem Bootcamp-Trainer voll quälen? Die lassen sich eigentlich foltern, aber die genießen das. Das heißt, die innere Einstellung zum Leben, dass zum Leben Trauer, Sorgen, Kummer dazugehören und von Allah gewollt sind und dass die Propheten das auch hatten und dass Mariam das auch hatte, ist etwas, was dir dabei hilft, diese Sache viel, viel besser zu verarbeiten. Zweiter Punkt. Indem man weiß, wer mit uns ist. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, okay, die sind bestimmt, aber wer ist im Endeffekt mit uns? Allah sagt im Koran, ein Beispiel.
إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سورة 9 Vers 40. Wenn ihr ihm nicht helft, so hat Allah ihm schon geholfen. Als diejenigen, die ungläubig sind, ihn als einen von zweien vertrieben haben, als die beiden in der Höhle sind und er zu seinem Gefährten sagt, sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Inna Allah ma'ana. Sei nicht traurig, Allah ist mit uns. Das heißt, Allah ist mit dir. Du bist Gläubiger. Alhamdulillah. In Tansurai und Surkum. Wenn ihr Allah helft, wird ihr euch helfen. So. Das heißt, das ist ein, wenn man dieses Bewusstsein hat, dass Allah mit einem ist und Allah ist der Mächtigste, ist es viel, viel leichter, mit den ganzen Problemen des Lebens klarzukommen. Mit Trauer, mit Schmerzen und so weiter. Drittens, Schmerzen gehören zur Probe und machen dich groß. Das ist der dritte Punkt. Wir haben eben von Sorgen geredet, von Trauer geredet. Jetzt reden wir von Schmerzen. Ein Kind kommt nicht lachend zur Welt. Dieses Leben ist ein Leben voller Schmerzen. Ein Kind kommt weinend zur Welt, oder? Hoffentlich kommt es weinend zur Welt. Wenn es nicht weinend zur Welt kommt, ist es wahrscheinlich eine Totgeburt. Möge Allah uns bewahren. So, aber da ist schon ein Zeichen drin. Das Kind kommt weinend zur Welt. So, dann hier ein Vers aus dem Koran, der ganz wichtig ist. إِيَّمْ سَسْكُمْ كُرْحٌ فَكَتْ مَسَّلْ كَوْمُ كُرْحٌ مِثْلُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِّلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَا. Guck mal hier, dieser Vers. Der ist sowas von krass, ist dieser Vers. Der ist in Sure 3, Vers 140. Guck mal. Wenn euch eine Wunde trifft, euch Muslime, so hat das Volk, damit sind die Quraysh gemeint, schon vor eine Wunde getroffen. Dieser Vers wurde offenbart nach der Schlacht von Uhud. Bei der Schlacht von Uhud haben die Muslime verloren. Der Prophet a.s. wurde an vier Stellen verwundet. Das war die Wunde von ihnen, dass sie verloren haben. Dann sagt Allah, wenn euch eine Wunde getroffen hat, die, also die Quraysh hat schon vorher eine Wunde getroffen, wann? Bei der Schlacht von Badr. Weil bei der Schlacht von Badr haben die Quraysh verloren. Das heißt, wenn die Quraysh weitergemacht haben und ein Jahr später, nämlich die Schlacht von Badr war wann? Im Ramadan, im zweiten Jahr nach der Hijra, und die Schlacht von Uhud war im dritten Jahr nach der Hijra, fast genau ein Jahr später. Das heißt, wenn die weitergemacht haben, dann müsst ihr es recht weitermachen. Und dann sagt Allah, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِّلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Und diese Tage von wechselseitigem Verlust und Gewinn wechseln wir unter den Menschen ab. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Damit Allah diejenigen von euch kenntlich macht, die glauben, und von euch Märtyrer nimmt. Guck mal. Was gibt es das für ein Bewusstsein? Natürlich, das ist jetzt für eine Schlacht herabgesandt worden. Aber Allah sagt im Koran, أَلِفْ لَمِيمْ أَحَسِبَ النَّاسَ يُتْرَكُوا أَيَكُولُوا أَمَنَّا وَهُمْ لَيُفْتَنُونَ. Haben die Menschen gedacht, sie werden in Ruhe gelassen, nur weil sie sagen, sie glauben, sie werden nicht auf die Probe gestellt. Das Leben ist eine Probe. Und hier bei den Schlacht geht es um wechselseitigen Gewinn und Verlust. Warum? Warum? Würden die Muslime immer verlieren, würde sich der Islam nicht verbreiten. Würden die Muslime immer gewinnen, was wäre dann? Was sagt Allah? وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Damit Allah die Gläubigen kennt, aber da würden sich die Munafikun, würden die unter den Muslimen einen Platz finden. Das ist die Probe. Bist du wirklich gläubig? Das ist die Weisheit dahinter. Aber was verstehen wir hieraus auch? Dass das Leben Höhen und Tiefen hat. Der depressive Mensch, sobald er in einer Tiefe ist, sagt er, ich komme hier nie mehr raus. Der sieht das als etwas zeitlich Unbegrenztes, Unveränderbares, was er nicht verändern kann. Aber der Gläubige sagt, es wird, morgen ist ein neuer Tag. Der lernt den Koran, der sagt, es gab schon viele Leute, bei denen eine Situation aussichtslos erschien. Wenn du die Sira liest, der Prophet, seine Situation war aussichtslos. Im Jahre 7 nach Hijra, im Muharram 7 nach Hijra, oder im Jahre 6 nach Hijra, im Dhul-Hijjah,
Im Jahre 6. Hijra haben zwei Leute den Islam angenommen. Hamza und Umar. Dadurch wurde Mekka erschüttert. Hamza und Umar haben den Islam angenommen. Ibn Mas'ud sagte, wir sind stolz, stark geblieben, seit Umar den Islam angenommen hat. Also wenn wir uns die Situation genau anschauen, was danach passiert? Es direkt einen Mol. Es wird berichtet in Sira-Büchern, dass sie gemeinsam durch die Straßen gegangen sind, in einer Reihe. An der einen Seite Umar, an der anderen Seite Hamza. Auf einmal haben die Leute sich alle getraut, öffentlich den Islam anzunehmen. Ein kurzes Hoch, eine Euphorie, Leute nehmen den Islam an. Aber was passierte danach? Einen Monat später haben sich Quraysh gesammelt und gesagt, die Mushrikun, was können wir machen? Und dann haben sie gesagt, wir machen einen Boykott gegen die. Wirtschaftlicher Boykott, sozialer Boykott. Im Endeffekt, dieser Boykott führte dazu, dass die Muslime nur noch Blätter von den Bäumen essen konnten und Regenwasser und trinken konnten und Häute von den Tieren. Dieser Boykott hielt 3 Jahre lang. Nachdem der Boykott vorbei war und es so aussieht wie, boah, jetzt können wir kurz Luft nehmen, stirbt wer? Stirbt Abu Talib und stirbt Khadija. Die zwei Säulen, die den Propheten geschützt haben. Abu Talib mit seinem Schutz und Khadija auch durch ihre Fürsorge, dass sie immer an dem Propheten a.s.w. ihrer Seite war. Komplette Katastrophe. Der Prophet a.s.w. geht nach Taif und er wird mit Steinen beworfen. Ihr müsst euch in die Situation hineinversetzen. 3-4 Jahre komplette Stagnation. Und die schlimmste Niederlage oder die schlimmste Stagnation ist, wenn du gerade eine Euphorie hattest. Du denkst gerade, boah krass, ey, der Durchbruch ist gekommen, wir haben Mekka erobert, Hamza und Umar haben den Islam angenommen, boom, direkt danach kommt der Schlag. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das ist wie bei so einem Boxkampf. Jemand, der hat gerade einen großen Titel erreicht und kurz danach kriegt er den Knockout. Bumm, der holt sich meistens mental gar nicht mehr davon. Weil er gerade dieses Gefühl hatte, boah, ich bin da oben. Und dann denkt man, dann kommen die Selbstzweifel. War das vielleicht doch nur Zufall, dass ich gewonnen hatte? Kommt die Hilfe doch nicht? Das ist die Probe. Und das werdet ihr auch in eurem Leben in der Dawa erleben. In eurem Leben in der Familie erleben. Dass es mal Rückschläge gibt. Möge Allah unsere Familien bewahren, Amin. Aber da muss man weitermachen und weiter standhaft sein. Auf jeden Fall diese Situation vorstellen, dass es immer weiter geht. Dass die Probe dazugehört und von Allah gewollt ist. Und dass die Schmerzen dazugehören und von Allah gewollt sind, um zu sehen, wer von uns der wahre Gläubige ist. Und dass es immer wieder was gibt? Ein Hoch und ein Tief. Und hier erwähne ich euch einen Hadith, der euch auch helfen kann in solchen Situationen. Der Prophet a.s. sagt, Ajaban li amri al-mu'min fa inna amru kullu khair. Wunderbar ist die Lage eines Gläubigen, denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Inna sabatu darau sabar fa kana khair lahu. Wenn ihn eine Not trifft oder ein Leid trifft, ist er standhaft und das ist gut für ihn. Wa inna sabatu sarau shakar fa kana khair lahu. Und wenn ihn eine Freude trifft, dankt er Allah, das ist gut für ihn. Was zeigt das? وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ. Niemand geht das so als dem Gläubigen. Das zeigt, alles, was uns geschieht, ist gut für uns. Hier kommen wir wieder zu der inneren Einstellung. Du weißt nie, was gut für dich ist. Mich fragen manchmal Leute, ich mache immer Dua, aber meine Dua wird nicht gehört. Erstmal, der Prophet hat gesagt, dass genau von solchen Leuten die Dua nicht gehört wird, die voreilig sind. Wenn du Dua machst, vielleicht erhört Allah deine Dua nicht. Das heißt, genau das, was du willst. Du sagst, ich will reich werden, weil Allah weiß, dass es schlecht für dich ist, reich zu werden. Allah weiß, dass wenn du reich bist, dass du mit deinem Geld etwas Schlechtes machen würdest. Oder Allah gibt dir etwas anderes dafür, etwas, was besser ist für dich. Er lässt einen Schaden, der dir passiert wäre, eine Katastrophe, die dir passiert wäre, wendet er von dir ab. Oder er überlässt diesen Lohn bis zum jüngsten Tag. Kann alles passieren. Nächste Sache.
dass wir uns den Eigenschaften unseres Schöpfers bewusst sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 4, Vers 29, sagt er, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, und tötet euch nicht selber, wahrlich Allah ist barmherzig mit euch. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِدْوَانٌ وَظُلْمٌ فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Das heißt, indem wir uns den Eigenschaften des Schöpfers verinnerlichen. Guck mal hier. Das ist doch krass, ne? Vor 1400, was haben wir eben gesagt? 50% der Selbstmorde gehen auf Depressionen zurück. Jetzt haben wir einen Vers im Koran, zur damaligen Zeit, wo das doch gar nicht als Krankheit irgendwie bekannt war. Da sagt Allah, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, tötet euch nicht selber, also macht keinen Selbstmord, tötet euch nicht selber. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, Allah ist mit euch barmherzig. Das heißt, wenn du noch so Sorgen hast, denke daran, Allah ist barmherzig mit dir. Wenn man das verinnerlicht, Allah ist barmherzig mit dir. Vielleicht diese Probe, die du gerade hast, ist vielleicht diese Trauer, die du gerade hast, vielleicht ist das der Grund, dass du ins Paradies gehst. Vielleicht ist das der Grund, der deine letzten Sünden tilgt. Vielleicht ist die Standhaftigkeit, die du hier zeigst, und die Lehre, die du daraus ziehst, die Lehre, die dich weiterbringt. Guck mal, Leute. Erfolg im Leben ist immer das Ergebnis von richtigen Entscheidungen. Denk mal drüber nach. Ich habe eine Entscheidung, denke über einen Erfolg nach. Habe ich die richtige Frau geheiratet oder die falsche Frau? Habe ich den richtigen Beruf gewählt oder den falschen Beruf? Habe ich in der Schule die richtige Entscheidung getroffen, fleißig zu sein oder faul? Das ist alles, was mit der richtigen Entscheidung zu tun. Und die richtige Entscheidung ist meistens ein Ergebnis von Erfahrung. Und die besten Erfahrungen sind meistens das Ergebnis von falschen Entscheidungen. Dadurch, dass jemand falsche Entscheidungen getroffen hat, hat er meistens eine Lehre rausgezogen, die ihn dazu bringt, später eine richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du diese Einstellung... Aber was hat der Depressive für eine Einstellung? Boah, ich habe geheiratet. Ich bin für die Heirat nicht geeignet. Ich bin zu eifersüchtig. Ich bin eine Furie. Ich bin dieses und jenes. Mit mir kann es kein Mann aushalten, mit mir kann es keine Frau aushalten. Ich werde nie mehr so einen Mann finden, wie den ich hatte. Ich werde nie mehr so eine Frau finden. Anstatt die Lehren zu nehmen, ja okay, ich habe den und den Fehler, A, Fehler, B, Fehler, C, Fehler, D gemacht. Und okay, in der nächsten Beziehung kann es ja dann besser laufen. Dann weiß ich, welchen Fehler ich nicht mehr machen darf. Nein, er redet sich wieder ein, diese erlernte Hilflosigkeit oder sie. Ich bin so und ich kann daran nichts ändern und das bleibt so. Aber hier, wenn du dir darüber bewusst bist, dass du meistens richtige Entscheidungen triffst, aufgrund von Erfahrung, dass Erfahrung meistens das Ergebnis von falschen Entscheidungen ist, hast du eine positive Lebenseinstellung, Alhamdulillah. Nächstes Beispiel ist Verständnis von Qadr. Verständnis von Qadr, von Vorherbestimmung. Inna kulli shay'in khalaqnahu biqadr. Alles haben wir im Qadr, in der Vorherbestimmung erschaffen. Und der Prophet alayhi salatu wasalam sagte zu Ibn Abbas, wisse, dass das, was dich getroffen hat, dich nicht verfehlen sollte und das, was dich verfehlt hat, dich nicht treffen sollte. Das ist das, was Allah will. Das ist das, was Allah vorherbestimmt hat. Das heißt, der Qadr ist für uns eine Medizin, um mit den Schicksalsschlägen klarzukommen. Und positiv darüber zu denken. Der Depressive sagt, das passiert immer nur mir. Immer nur mir. Das passiert immer nur mir. Der die richtige Einstellung hat, sagt, das hat Allah gewollt. Und umso mehr mir passiert, umso mehr liebt mich Allah. Denn der Prophet sagte, in عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا حب قوم ابتلاهم. Wahrlich, die größte Belohnung gibt es mit der größten Probe. Und wenn Allah ein Volk liebt, stellt er sie auf die Probe. Hast du wieder eine ganz andere Lebenseinstellung.
Das heißt, der Muslim ist ein radikaler Optimist. Ja, der Muslim ist ein radikaler Optimist. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich bin einmal in ein Krankenhaus reingegangen. Da war ein Marokkaner. Möge Allah sich ihm erbarmen oder ihn festigen, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Der lag dort im Krankenhaus. Der konnte nur noch seinen Kopf bewegen und seine rechte Hand. Alles andere war gelähmt. Der war Mitte 20, Ende 20, Anfang 30. Wenn du irgendjemanden auf der Straße fragst, aber was ist die schlimmste Situation, die du dir vorstellen kannst? Viele werden sagen, boah, querschnittsgelähmt sein, boah, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Stell dir mal vor, du kannst nicht mehr laufen, du kannst nicht mehr alleine aufs Klo gehen, du kannst nichts mehr. Sogar der linke Arm konnte er nicht mehr bewegen. Und er hatte einen Schlauch im Mund, mit dem er die Schwester rufen konnte. Du musst dir vorstellen, wir müssen ihm jeden Tag die Pampers wechseln. Da kann er gar nicht alleine aufs Klo gehen. Möge Allah sich ihm erbarmen. Ich komme in das Zimmer rein und ja, sein Gesicht, man sagt auf Arabisch, yetala'la, strahlt. Er hat einen leichten Bartwuchs. Und wir sagen zu ihm, Kefe Haluk, wie geht's dir? Und irgendwie innerlich bist du dich so ein bisschen am Schämen, so zu fragen, wie geht's dir? Ja? Wie geht's dir? Wie soll's dem gehen? Schlimmer geht's ja fast gar nicht mehr. Ich meine, was soll schlimmer sein als das? Noch nicht mal eine Familie dort, der ist irgendwo am Ende der Welt in einem Krankenhaus, da im Wald. Wie soll es dem gehen? Da sagt er, Alhamdulillah, mit einem strahlenden Gesicht. Ich habe hier Flyer in meinem Spind und den verteile ich hier immer, sage ich, hier nehmen sich da einen Flyer raus über Islam. Ein Flyer gehabt, der hatte Flyer gehabt, um Dawah zu machen. Und ich kann den ganzen Tag Dhikr machen. Alhamdulillah, mir geht's gut. Ach, zieh das mal rein. Warum? Weil der diese Situation, die der hatte, der hat gesagt, okay, ich kann an der Situation, er kann ja jetzt wirklich an der Situation nichts ändern. Medizinisch, der kann ja nicht sagen, ja, ich stehe jetzt auf und gehe wieder. Aber er kann an seiner inneren Haltung etwas ändern. Das heißt, anstatt zu sagen, boah, mir geht es so schlecht, warum ist das mir passiert, immer mir, sagt er, okay, das ist Qadar von Allah, Allah hat das bestimmt. Da wird eine Weisheit hinter sein. Vielleicht ist es für mich gut, so zu sein. Vielleicht hätte ich etwas Falsches gemacht, wenn ich gehen könnte. Und dadurch, dass ich jetzt hier bin, mache ich aus meiner Situation das Beste. Es geht doch sowieso ins Paradies. Mache ich Dhikr. Und den Dhikr kann man genießen. Was haben wir eben gesagt? Alladhina amanu wa tatma'innu kulubun bi dhikrillah. La bi dhikrillah tatma'innu kulub. Und diejenigen, die glauben und ihre Herzen finden Ruhe durch das Gedenken Allahs, finden die Herzen nicht Ruhe durch das Gedenken Allahs. Alhamdulillah. Und der macht Dawah. Und sagt sich, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ. Das heißt, dadurch hat er eine ganz andere Einstellung. Ich habe es euch eben gesagt. Der eine, der macht Krafttraining, der genießt das. Der andere, wenn du ihm dieselben Gewichte geben würdest, er wird das als Folter sehen. Der wird schreien. So. Nächste Sache ist, das ist oft eine Taktik vom Scheitan, uns Angst zu machen und traurig zu machen. Wenn du darüber nachdenkst, dass die Trauer, die du bekommst, oder die Angst, die du bekommst, vom Scheitan eine Taktik ist, um dich in die Irre zu führen, gehst du ganz anders damit um. Du sagst, ah, okay, alles klar. Entweder ist es von Allah eine Probe oder ist es vom Scheitan eine Taktik, um dich in die Irre zu führen. إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْسُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Wahrlich, die geheime Unterredung ist vom Scheitan, um diejenigen, die gläubig sind, traurig zu machen. Allah sagt im Koran, Sure 2, das war Sure 58, Vers 10, Sure 2, Vers 268 sagt Allah, أَشْشَيْطَانُ يُعِيدُكُمْ بِالْفَقَرْ وَيَأْمُرْكُمْ بِالْفَحْشَرْ. Der Scheitan, der Satan, der befiehlt euch, der verspricht euch Armut und befiehlt euch Schändliches. Das heißt, er will dir Angst machen mit Armut. Jetzt schau dir an, wie viele Muslime machen gerade aus Geldgründen Dinge, die haram sind.
Warum? Weil sie Angst haben. Oh, wenn ich das Geld nicht habe, wenn ich das Geld nicht zusammenbekomme. Sie kommen in irgendeinen Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen sage ich hier auch an die Jugendlichen, versuche immer, und das ist etwas, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben müssen, sofort von vornherein einen Job zu finden, der halal ist. Selbst wenn er auf den ersten Blick, selbst wenn er auf den ersten Blick nicht so lukrativ erscheint. Denn es ist sehr häufig so, man fängt an mit einer Arbeit und man baut sein ganzes Leben darauf auf. Und jetzt kommst du nicht mehr daraus weg, weil wenn du hast gerade deine Kosten, du hast deine Schulden, du hast dann dies, das. Wenn du die Arbeit jetzt aufgibst, die haram ist, kommt immer mehr drauf. Der Scheitan verspricht dir, macht dir Angst mit Armut. Al-Shaytan yu'idukum bil-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. Ganz klar. Das ist eine Angst, wenn du Geldängste hast. Es sind in den meisten Fällen vom Scheitan, das ist vom Scheitan. Allah hat schon geschrieben, was du bekommst. Wie viele Leute haben Depressionen, Ängste, fallen in ein Loch rein wegen ihren Geldproblemen, die sie haben. Es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Ausweg. Und Allah sagt im Koran, wer Allah fürchtet, schafft er einen Ausweg. Und versorgt er von wo er es nicht erwartet hätte. Leute, ich habe solche Situationen in meinem Leben so oft, so häufig erlebt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe in Ägypten, Alhamdulillah, wirklich sehr, sehr gut gelebt. Ja? Also für meine Verhältnisse, ich hatte eine Wohnung gehabt von 200 Quadratmeter. Mitten in Nasser City, bei der Schare Abbas al-Akkad. Das ist eine super Straße. Ein Haus, super sauber, mit einem Wächter. Ja, also ich hatte eine Wohnung in dem Haus. Wisst ihr, wie viel ich bezahlt habe für die Wohnung? 200 Quadratmeter. Ein Guinee. 20 Cent ungefähr. Ich habe 20 Cent im Monat bezahlt. Ich war auf der Suche nach einer Wohnung. Ich hatte keine Wohnung mehr gehabt. Und dann bin ich durch die Straße, ich musste bald aus einer Wohnung ausziehen. Und dann auf einmal hält einer mit einem Wagen an, mit so einem Mercedes, kommt über die Straße gelaufen und sagt, hey, ich kenne dich aus YouTube. Sag ich, ah, so, okay, ja, mashallah, ja, ich glaube, der wollte ein Foto schießen oder was weiß ich. Und dann sage ich, sagt er zu mir, brauchst du irgendwas und so? Ich sage, nee, ich brauche nichts. Danke, Jazakallahu khairan. Sagt er zu mir, brauchst du eine Wohnung? Ich sage, ja, ehrlich gesagt, stimmt, ich suche gerade eine Wohnung. Ja, er sagt, ich habe eine Wohnung frei, die ist von meinem Bruder, der ist gestorben und du kannst die haben, umsonst. Da habe ich gesagt, nee, ich will die umsonst, ich will ein Guinee bezahlen, 20 Cent, damit ich wenigstens etwas bezahle. So. Als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, weil damals durch den Militärputsch, man hat mir geraten, nicht mehr zurückzukehren, die Situation ist viel zu gefährlich, bin ich zurück nach Deutschland. Ich hatte nichts. Kein Kindergeld, kein nichts. Null. Vollkommen am Ende. Die wollten mir sogar noch Kindergeld, die haben mich sogar ausgetrickst, weil ich war eigentlich für eine ausländische Firma im Ausland und konnte das Kindergeld kassieren. Aber die haben einen Trick mit mir gemacht, haben mich zwangsabgemeldet, ohne mir Bescheid zu sagen. Und da wollten die von mir, was weiß ich, wie viel Geld zurückhaben. Auf jeden Fall. Was ist jetzt passiert? Meine Oma, die vermietet hat seit circa 25 Jahren eine Wohnung vermietet. Und in dem Moment, wo ich aus Ägypten zurückkomme und keine Wohnung habe und mir das Wasser bis hier steht, ist der eine gestorben, der da wohnte, und die anderen sind ausgezogen und da konnte ich in die Wohnung einziehen. Natürlich auch für einen relativ geringen Betrag. Allah hilft dir. Allah hilft. Und dieses Bewusstsein musst du haben, wenn du Geldsorgen hast,
الشيطان يعدكم بالفقر ويحموكم بالفحشاء. Also das ist eine Taktik vom Scheitan. Das nächste ist Verhalten bei Sorgen. Welche Verhalten muss man bei Sorgen haben? Was hat der Prophet bei Sorgen gemacht? Was haben die Propheten bei Sorgen gemacht? Dua, Ayub. Ayub beispielsweise. 14 Kinder gehabt, einer nach dem anderen gestorben, schwer krank geworden. Und was sagte Ayub? Was sagte Ayub am Ende? Wa Ayub idh nada rabbahu inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. O Allah, das Leid hat mich getroffen und du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Der hat Allah nicht zur Verantwortung gezogen. Der sagt, Leid hat mich getroffen. Ich sage, oh Allah, warum ist mir das passiert? Immer passiert mir das. Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Der Prophet, alaihi salatu wasalam, arihna bis salam, ja, er wollte Ruhe finden im Gebet, durch das Bilal den Adhan gemacht hat. Zakaria, was sagt er zu Allah? Rabbi inni wa'ana al-azmu minni wa sta'ala ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu mawali min warai wa kanat imra'ati akira. Er bringt sein Leid zu Allah vor und sagt, oh Allah, ich war in der Bitte zu dir nie elend gewesen. Meine Knochen sind morsch geworden, meine Haare sind weiß geworden und ich war in der Dua zu dir nie elend gewesen. Und ich fürchte, wegen seiner Nachkommenschaft und meine Frau, die ist also, die kann keine Kinder mehr bekommen. Das heißt, die haben Dua gemacht. Mach Dua. Die Dua gibt dir Halt. Vor allem, wenn du daran denkst, welche Eigenschaften Allah hat. Was hat Ayub a.s. gesagt? Wa anta arhamu rahimin. Du bist der Barmherzigste der Barmherzigen. Alhamdulillah. Und dann, dass man verinnerlicht, das Ende ist für die Gläubigen. Was ich heute schon gesagt habe, ein Vers, subhanallah, Brüder, dieser Vers ist der Hammer. Also ich meine, alle Verse sind der Hammer, in dem Sinne, Umgangssprache. Sure 3, Vers 139, guck mal. Nach der Schlacht von Uhud, tröstet Allah die Gläubigen, was sagt er zu ihnen? وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْعَلَوْنُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Und seid nicht traurig, weil ihr werdet nicht schwach, das heißt vom Körper, und werdet nicht traurig, das heißt Schwäche der Seele. Ihr werdet die Siegreichen sein, wenn ihr gläubig seid. Das heißt, als Gläubige sollst du immer die Hoffnung haben, am Ende wird es besser werden. Wenn du Depressionen hast, das ist vielleicht deine Probe, durch die dich ins Paradies bringt. Aber wenn du dieses Bewusstsein hast, was ich hier vorgelegt habe, wird dir das inshallah viel helfen, und wenn man das verinnerlicht. Das ist meine Botschaft von heute. Akulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisal muslimin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.